Man kann uns ja steigern, jetzt beispielsweise für Feste, für Feiern, Kindergeburtstag. Wir hoffen natürlich, dass uns ein Fußballverein ersteigert, der sagt, Mensch, wir brauchen mal Unterstützung, wir brauchen mal verrückte Fans, die 90 Minuten unsere Mannschaft anfeuern. Das würden wir machen. Wir kommen also gratis im Doppeldeckerbus, über 50 Fans in Spielvereinigung Bayreuth-Montur, stellen uns dann hin und feuern die Mannschaft, die uns ersteigert, die ganze Zeit an. Am allerliebsten, weil wir überwiegend Jungs sind, würden wir zu einer Damenmannschaft kommen. Zum anderen wird es am 28. November einen sogenannten Oldstadt-Tag geben. Wir haben hier in Bayreuth ein ganz tolles Winterdorf, das Bayreuther Winterdorf. Und die wird einen Abend komplett im Zeichen der Oldstadt stehen. Da wird ein Trikotverkauf stattfinden, eine Verlosung, also sehr viel Aktivitäten. Wir wollen ja damit in die Öffentlichkeitsarbeit. Und zum anderen hat sie in den letzten Tagen auch eine sehr schöne Aktion entwickelt. Der Eishockeyverein, der hier gleich in Sichtweite des Fußballstadions logiert, hat sich bereit erklärt zum Benefizspiel im städtischen Kunsteisstadion. Das heißt also, die erste Halbzeit wird Eishockey gespielt und die zweite Halbzeit wird Fußball gespielt. Und das alles im Eisstadion. Die Fans sind Wahnsinn, die Mannschaft ist Wahnsinn, aber das Umfeld hat irgendwie nicht gepasst. Und wir haben die Hoffnung, dass jetzt mehr Transparenz da ist. Dass jetzt Sponsoren sehen, ja, es gibt genug Leute, die diesen Verein lieben, diesen traditionsreichen Verein lieben. Und dass dadurch auch eine Signalwirkung ausgeht für Sponsoren, die dann sagen, ja Mensch, das sind Verrückte, die Fans sind bekloppt, die sind gut drauf, die Mannschaft gibt alles. Wir unterstützen jetzt diesen Verein und wir wissen, wo unser Geld jetzt hingeht, weil es jetzt einfach transparent ist. Wir wissen, das passiert mit unserem Geld und wir schauen nach vorne, wir schauen in die Zukunft. Man könnte sagen, die Grand Dame des oberfränkischen Fußballs hat momentan doch eine sehr schwere Lungenentzündung. Also wir hoffen, dass sie bald wieder gesundet. Und dass sie uns dann auch wieder mit ihrem Spielwitz verzaubert und auch begeistert. Bei uns ist noch Fankultur im alten Sinne da. Und ich glaube, unser Herz ist am rechten Fleck. Und wir haben alle gelbe Zähne und ein schwarzes Herz.